Hi, willkommen im Neom Club. Damit du einer Energiegemeinschaft, kurz EG, beitreten kannst, musst du zuerst einen Standort anlegen. Sprich Daten zu dem Ort eingeben, an dem du Strom konsumierst und/oder produzierst. Im nächsten Schritt ergänzt du die Details zum Zählpunkt. Die Zählpunktbezeichnung findest du ganz leicht auf deiner Stromrechnung. Idealerweise gibst du deinen Zählpunkten einen individuellen Namen. Das hilft dir, diese später leichter zu identifizieren. Beim Menüpunkt Typ kannst du auswählen, ob du an diesem Zählpunkt Strom produzierst oder konsumierst. Hast du den Zählpunkt für PV-Anlage eingetragen? In diesem Fall würdest du Produktion auswählen. Handelt es sich um einen Zählpunkt, über den du nur Strom beziehst? Dann wähle den Typ Konsumation. Du hast einen Zählpunkt bereits hinzugefügt und benötigst weitere? Dann klicke auf Zählpunkt hinzufügen. Du hast alle Zählpunkte erfasst und die nötigen Details eingetragen? Super! Dann benötigen wir noch deine Vollmacht. So können wir für dich die passende EG finden und dich daran teilnehmen lassen. Alle Punkte der Vollmacht kannst du vorab prüfen. Nachdem du die Vollmacht angefordert hast, bekommst du eine E-Mail mit einem Link, über den du die Vollmacht digital unterzeichnest. Wenn du auf den Link in der E-Mail klickst, wirst du direkt zur Vollmacht weitergeleitet. Um das Ausfüllen zu starten, klicke links oben auf den Pfeil. In den nächsten Schritten kannst du deine Daten überprüfen. Zum Schluss klickst du auf das Feld Signatur. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem du digital unterschreiben kannst. Durch das Klicken auf den Button Annehmen und Signieren bestätigst du deine Unterschrift und erteilst die Vollmacht. Jetzt können wir die passende EG für dich suchen. Sobald wir fündig geworden sind, erhältst du die Stromverträge und kannst so der EG beitreten. Damit du ohne Verzögerung in deiner EG aktiv werden kannst, ergänze bitte in deinem Wallet den Rechnungsempfänger und die Bankverbindung. Damit du dich bei der Abrechnung, also beim Bezahlen deiner Energiekosten oder beim Auszahlen von Gutschriften, um nichts mehr kümmern musst, benötigen wir ein SEPA-Lastschriftmandat von dir. Nachdem du dieses über die App angefordert hast, brauchst du es nur mehr digital signieren.